This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man schlecht bis unendlich zählen kann? Hast du schon mal probiert? Zähl jetzt 1, 2, 3. Schwer dann. 1, 2, 3, 4 und irgendwann ist man bei unendlich. So läuft es nicht. Und der Mensch hat so ein innerliches Verlangen. Vielleicht ist dir das bei dir selbst auch schon aufgefallen, dass der Mensch so dieses Bestreben hat, immer nach mehr. Und im Endeffekt, wenn er es dann hat, fällt ihm auf, dass es da noch mehr gibt. Und dass er das auch noch haben könnte. Und am Ende hat man alles. Aber so läuft es nicht. Wenn du irgendwann alles besitzt, ist ja auch langweilig. Kannst ja nicht. Was willst du damit anfangen? Aber da ist immer so ein Bestreben, mehr zu haben. Selbst wenn du jetzt Präsident bist und fängst irgendwie an, nach den Sternen zu schauen. Möchtest plötzlich irgendwie andere Planeten entdecken, dann ist dir die Erde nicht mehr genug, wenn du besitzt. Das ist egal, es gibt immer was Größeres. Und unsere physische Welt ist einfach mal begrenzt. Und überall gibt es Grenzen und es ist ja wunderschön, dass es Grenzen gibt. Sonst könnte man die Welt gar nicht wahrnehmen. Für dich ist es erstmal möglich, die Welt wahrzunehmen, weil du einen Körper hast, weil du eine Grenze hast, die sich irgendwie abgrenzt von dieser Welt. Deswegen kannst du die Welt wahrnehmen. Das ist der Urgrund von dieser physischen Welt hier. Es gibt hier keine Berge ohne Täler. Es gibt keinen Tag ohne Nacht. Die Welt ist nur polar aufgebaut. Das Gegensatz. Wir sind sehr bestrebt, im Äußeren was zu finden. Diese Vervollkommnung, so dieses Ganze im Äußeren zu finden. Wir probieren es heutzutage viele mit Drogen aus, mit Alkohol, mit egal was, diese Erfahrungen zu bekommen. Aber im Äußeren kannst du diese Erfahrung nicht machen. Es geht darum, sein Bewusstsein zu entwickeln. Und innerlich diese Prozesse zu machen. Zu erkennen, dass man alles ist. Diese Plattitüden, so. Alles ist eins. Alles ist Energie. Alles kommt aus einem Ursprung. Und begliedert sich dann nur. Das gilt es nicht, durch irgendwas Äußeres zu integrieren. Sondern durch eine Bewusstseinsentwicklung. Du wirst nie glücklich, wenn du nicht dieses Glück in dir selber erzeugst. Also, was möchte ich eigentlich sagen? Ich möchte damit sagen, dass du mit einem Bestreben, an irgendein Ziel zu kommen, im Äußeren, nie glücklich werden wirst. Es wird immer mehr geben, es wird immer was anderes. Bestreben sind nicht schlecht, es ist in Ordnung, was zu wollen, es ist in Ordnung, was zu machen. Aber wenn du die richtige innere Einstellung hast, dann genießt du jeden Moment, den du lebst. Trotzdem kannst du Ziele haben. Und trotzdem kannst du jeden Moment genießen. Es ist einfach eine andere Verbindung, eine andere Dimension, eine andere Wahrnehmung. Und die gilt es im Inneren zu suchen.
Das wollte ich nochmal loswerden. Ich finde den Vergleich mit dem Ei immer noch schön. Wenn ein Ei von innen heraus zerbricht, dann entsteht neues Leben. Wenn du es von außen zerbrichst, dann wird Leben zerstört. Und so gilt es, von innen heraus sein Bewusstsein zu verändern. Und dann wirst du glücklich. Du wirst nicht glücklich, wenn du irgendwas im Äußeren änderst. Veränderungen im Äußeren sollten immer auf einer Veränderung im Inneren folgen. Die kommt dann ganz automatisch. Wenn du deine innere Einstellung veränderst, dann ziehen unweigerlich äußere Veränderungen nach. Ganz leicht dann, weil dein Bewusstsein sich geändert hat. Also versuch nicht im Äußeren was zu bekommen. Was du im Äußeren nicht bekommen kannst. Glück ist in dir und es erzeugst du selbst. Macht's gut, Leute. Ciao.